Freunde, ich beginne diesen Vlog hier aus dem Hotel. Ich bin schon da. Jetzt gleich geht es erstmal los beim Vlog mit der Autofahrt. Es gibt den Vlog Werder gegen Schalke. Mein erster richtiger Stadion-Vlog. Ich bin das erste Mal wieder im Weserstadion bei einem Spiel nach 8 Jahren. Ich bin überglücklich, dass es überhaupt ins Stadion gekommen ist. An der Stelle geht ein riesen Dankeschön schon mal raus an Florian Wellmann. Kuss und Liebe geht raus für dieses absolut geile Hotelzimmer, was ihr gleich auch noch sehen werdet. Und für die tolle, tolle Einladung. Ich weiß das extrem, wirklich, wirklich extrem zu schätzen vom Herzen. Ein großes, großes Dankeschön. Und ich wünsche euch allen jetzt viel Spaß bei dem Vlog. Und auch an die Schalker, nimmt diese ganze Elfmetersache nicht zu krumm. Natürlich würde ich mich auch darüber aufregen. Es war auch kein Elfer, aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass der Ausgleich mehr als verdient war am Ende. So. Und mit dem Unentschieden Mund abputzen weiter geht. Dennoch wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Vlog und lasst ein bisschen Liebe da, gebt mir ein Däumchen nach oben, ein Abo da. Wir sind Road to 9000 Abonnenten, vielleicht wird das ja was nach dem Vlog. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß vom Herzen. Kuss und Liebe geht raus. So Freunde, jetzt hier vor dem Weserstadion. Ich kann euch sagen, dass hier auf jeden Fall ein paar Kameraleute schon da sind und unterwegs sind, gucken und schauen, wegen Max Anfang und so weiter, denke ich mal. Einfach so ein bisschen was ja auch hervorgehoben. Sonst würde ich es glaube ich schon sein, dass sich da Stimmung so wie sonst eigentlich ähnlich auch ist. Und ja, jetzt erstmal zum Hotel. Guck mal, hier ist die Weser. Direkt, ne? Also komplett die Weser. Da hinten, also komplett durch ist das Stadion praktisch. Und das da ist unser Hotel. So, meine Freunde, ich habe alles ready. Das heißt, jetzt geht's zum Stadion.
Schönfelder, Junge. Was macht der denn für eine Partie? Richtig stark, ja. Richtig stark. Du schießt, ja? So, gerade noch unseren Krieger getroffen. Krieger, was sagst du zur Partie? Erstmal zum Spiel und dann zu Kurio. Ja, am Ende natürlich war es, ja, die Emotionen waren da auf jeden Fall. Ich glaube, verdienter Punkt am Ende. Elfmeter haben wir reingemacht, auch für Fülle. Ich glaube, am Ende in der 93. oder was, auch nicht einfach da anzulaufen. Aber den Punkt nehmen wir mit, halten den Anschluss nach oben. Und die Choreo war super. Ich habe natürlich gleich mal eine Story gemacht davon. Ja, war sehr geil. Riesen Respekt, war echt geil. Ja, und wenn du wieder eine Playstation hast, dann zeige ich dir, wie man den Controller gestellt. Weißt du genau, selber, ne? Machen wir genau, das. Genau, da weißt du das. Alles klar. So, moin Leute, ich habe ja gesagt, ich bin beim Werder-Training und habe jetzt eine Agu getroffen. Agu, wie fandst du denn das Spiel gestern? Ja, war ein schon sehr, sehr umkämpftes Spiel. Letztendlich hätten wir uns natürlich die 3 Punkte gewünscht. Ja. Aber mit dem, nach dem Spielverlauf kann man schon mit dem Punkt vielleicht mal zufrieden sein, dass wir da am Ende noch den Elfmeter bekommen haben. Ja. Vielleicht auch viel, aber ich denke, super. Letztendlich ist der Spielverlauf schon so. Okay. Ja, nächste Woche wieder 3 Punkte dann auswählen. Auf jeden Fall. Alles klar, super. Schönen Danke Tag dir. Noch. Ciao, ciao. So, Freunde, Vlog ist vorbei. Ich bin voll im Arsch. Mit meinem Rienico-Kissen und meinem Werder-Kissen liege ich hier. Erstmal möchte ich kurz sagen zu dem Video am Ende mit Agu. Wir waren heute noch beim Training von den Jungs. Da gehen auch nochmal liebe Grüße an Rappo raus. Der versucht halt auch, dass Schmidt noch zu mir kommt, aber Schmidt ist so ein bisschen an uns vorbeigegangen. Ich glaube, der hatte nicht so Lust zu reden. Auf jeden Fall haben wir Agu am Ende noch getroffen und da gehen auch nochmal ganz viele liebe Grüße raus. Danke auch, dass du, falls du das siehst, Agu, das Video noch aufgenommen hast. Sehr, sehr geil. Und wundert euch nicht, warum ich so zur Seite gucke. Derjenige, der da rumgebrüllt hat, also der da reingerufen hat, war Marco Friedl und deswegen hat er mich voll aus dem Konzept gebracht, voll irritiert. Ja, deswegen sieht das so ein bisschen komisch aus, aber trotzdem saugeil. Auch Agu, mega freundlich, mega nette Person. Ich war aber übelst nervös und noch voll kaputt. Also ich war nervös, weil ich so kaputt war. Versteht ihr, was ich meine? So, eigentlich war alles total cool und entspannt, aber ich war einfach so im Arsch, ich sag's euch ehrlich, von dem Ganzen. Ich habe auch mega wenig geschlafen gehabt. Weil das alles so geil war und so aufregend war. Wir gehen auf jeden Fall nochmal dicke, dicke Dankeschön, Grüße an Florian Wellmann raus, der das Ganze ermöglicht hat. Wie gesagt, hat mich da ins Hotel eingeladen und auch zum Stadion und es war mega, mega geil. Dann gehen ganz liebe Grüße raus an Nikolai Rapp, mit dem wir gestern nach dem Spiel, glaube ich, noch eine halbe Stunde mindestens geredet haben am Stadion. Also richtig, richtig cool. Ja, auch mal so mit Spielern dann außerhalb so zu reden. Und macht seinem Spitznamen Krieger alle Ehre, heute beim Training gesehen. Dann, wie gesagt, auch nochmal Danke an Felix Agu. Und ich fand es richtig toll, auch heute mal im Training das Ganze zu sehen. Also rechts sind halt alle Spieler gelaufen, die nicht gespielt haben sozusagen.
und Quatsch, die gespielt haben, so in der Startelf und links die halt nicht gespielt waren oder eingewechselt wurden. Und das Ganze mal so zu beobachten, war cool, war ein sehr intensives Training, hat man auf jeden Fall gemerkt. Und was für mich völlig überraschend war, ich habe gestern bis heute richtig viele Leute getroffen, mit denen ich Fotos gemacht habe, was ich niemals gedacht hätte vorher, also in dieser Menge, sage ich mal. Ich habe mehrere von euch da draußen auch getroffen. Jeder, den ich getroffen habe, euch grüße ich nochmal ganz besonders. Alle, die ich getroffen habe, waren mega, mega nett und lieb. Habe mich auch mit jedem, oder was heißt nicht mit jedem, ich habe mich mit ein paar Leuten auch noch unterhalten gehabt. Gestern auch nach dem Spiel noch ein cooles Gespräch gehabt. Und ich weiß nicht, wann das nächste Mal so möglich ist. Aber ich hoffe doch wieder sehr bald. Denn wenn man eins, oder wenn ich für mich selber auch immer eins immer wieder sehe, ist, wenn ich am Weserstadion bin, ich glaube, dann bin ich so mit der glücklichste Mensch. Also das war einfach nur großartig und ich habe dafür auch keine Worte mehr sonst. Also, Kuss an alle, die mich hier immer unterstützen und mit mir diesen ganzen Weg bestreiten. Und wir leiden zusammen, wir gewinnen zusammen, wir freuen zusammen. Liebe geht raus.